Da kommt Snow genau zur rechten Zeit dazu und beschützt die beiden, beziehungsweise hilft den beiden, doch. Er weiß ja noch nichts von Hope und was der vorhat. Das könnte gleich noch lustig werden, aber erstmal tun wir diese Wesen hier verkloppen. Und in der Tat, diese Gestalten, gegen die wir hier gerade gekämpft haben, sind diese bösen Wesen, in die sich die Menschen verwandeln können. Die gibt's tatsächlich.何しに来たんだ？戦いに来たんじゃねえのか？妹だ。妹？ルシにされた。ファルスのルシか。ファルシに囚われているらしい。助け出す。無事なのか？ああ、妹さんの使命は？その子がルシにされた時、ファルシに何を命令された？ やっぱり国軍を壊すとかそういうもんか。聞けなかった。<笑>いいか姉ちゃん、ファルシは人に呪いをかけてルシに変える。ルシは使命を与えられる。 その使命を果たせないと、ルシはああいう化け物になる。もし妹さんがああなってたら、いやまだでも、そう、ルシになった人間を助ける方法はね、たとえ使命を果たしても 普通の暮らしはもうできねえ。永久にファルシの奴隷だ。楽にしてやんな。はっきり言え、ルシも、ルシになりそうな奴も一人残らず殺せってな。 Okay, das war jede Menge Input.
mindestens die Hälfte davon wahrscheinlich jetzt im Datenlog stehen oder so. Also, wir gucken mal kurz in die Rettung einer Lassie. Lassie sind verfluchte Wesen, die fürchterliche Magie beherrschen und Zerstörung und Tod bringen. Hope kann es nicht fassen, als er hört, dass Snow eine Lassie retten will. Und auch wenn diese Lassie Snows Verlobte ist, darf man den Feinden der Menschheit nicht helfen. Hopes Hass auf Snow wird dadurch noch verstärkt, doch er bleibt unfähig, sein Leid auszusprechen. Snow bemerkt nichts von dem Hass, der ihm entgegenschlägt und bietet an, Hope und Vanille zu beschützen. Zur selben Zeit erklärt Zash, welches Schicksal Menschen als Lassie erwartet. Ihm zufolge seien Lassie auf ewig verdammt, Sklaven der Falsi zu sein, und wenn sie ihre Aufgabe nicht erfüllen, verwandeln sie sich in monströse Kreaturen, die Seath genannt werden. Oder Seath oder so, keine Ahnung. Zash behauptet, für Lassie gäbe es keine Rettung, worüber Lightning entzürnt. Sie kennt das Schicksal der Lassie. Dennoch gibt es eine Lassie, die sie retten muss. Ihre Schwester. So. Ich sag dazu mal nichts. Aber das ist irgendwie schon komisch, dass hier zwei Personen hier reingehen und jemanden suchen. Jetzt habe ich doch was dazu gesagt. Aber ich spreche, glaube ich, ein Rätsel. Weil ich mich gerade frage, was sage ich hier eigentlich? Okay, ist da... Ja, bei denen da hinten ist ein Schatz. Okay, da müssen wir gegen die auch noch kämpfen. Solange das nicht die eigene Schwester ist. Das wäre ziemlich bitter. Aber es ist Quatsch, mit so Ideen anzukommen, weil... Wenn die Schwester zu einem Monster geworden ist, dann ist die ganz klar der Endboss des Spiels. Schauen wir mal. Was kriegen wir hier? Ein Kraftreif. Würde auch wieder Magie runter tun und Stärke hoch, ne? Ah ne, Magie geht nicht runter. Physische Angriffskraft plus 20, physischer Schaden minus 5. Hä? Das heißt, ich krieg mehr höheren Stat, aber gleichzeitig geht der Schaden um 5 runter. Wow, wirklich? Wirklich jetzt? Ist doch dumm, oder? Ach Quatsch, nicht die andere Waffe. Ich mach mal. Mal gucken, wie das sich hier auswirkt jetzt gerade. Ich weiß es gerade nicht. Es ist so lange her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Items gut sind, welche Crap sind und was auch immer. Alter, mir ist immer noch so warm, gell? Das Wetter hier ist ja richtig sommerlich. Ist schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht man hier einfach nur ein. Gerade wenn man Sachen am Computer macht oder so. Die heizen ja übelst ein. Also es kann jetzt am Schockzustand liegen, aber ich glaube, wir machen mehr Schaden. Diese Viecher kriegt man ja dauernd geschockt. Vor allem, wenn man dauernd Präventivschlag macht, ohne dafür was leisten zu müssen. Kriegt dann einfach frei Haus. Das finde ich ein bisschen cool. Das wird später nicht mehr so leicht sein. Und da werden wir Blender benutzen müssen oder die Gegebenheiten der Map ausnutzen müssen, um solche Präventivschläge durchzuführen. So. Alter. Noch mehr von den Viechern. Aber
wenn es zu viele sind, dann muss man ja echt befürchten, dass es einfach schon viele Menschen erwischt hat. Und Alter, was ist denn das für ein Dicker? Schreck. Ja, das Ding ist wirklich ein Schreck, wie das aussieht, ey. Aber aushalten tut er nicht viel. So, das war's schon. So. So, ich glaube, damit haben wir jetzt auch das Intro, möchte ich sagen, fast abgeschlossen. Da beginnt das eigentliche Spiel, mehr oder weniger. Also wir spielen das Spiel schon, aber... Wir haben jetzt schon 2 Stunden gespielt. Und ja, wir haben noch... Wir leveln immer noch nicht, also... Ja. Ich deute so an, worauf ich hinaus will. Es dauert einfach sehr lange. Vielleicht sollte ich das auch einfach aussprechen. Es dauert sehr lange, bis... der Hauptteil des Spiels beginnt. Ich weiß nicht genau. Also, so, das erste Kapitel ist... ne, das ist ja auch schon... Also Kapitel 2 gehört auch noch so. Hilfe, ich komm... Ich habe mich komplett in Aussagen verloren. Vergesst es einfach. Ach, herrje. Oh. Muss mal wieder einen Schluck trinken. Alter. Alter, da hinten sind 2 von den Dicken. Suchen auch nochmal richtig Stress, ey. Vor allem dieses... Was ich halt nicht verstehe, sind dieses Geplänkel die ganze Zeit. Und dann... Keine Ahnung, also kriegst du zumindest sichtbar keine Erfahrungspunkte dafür. Aber musst hier die ganze Zeit kämpfen. Das ist, ich meine, klar, Final Fantasy macht dir das Kämpfen aus, aber... Irgendwie ist es halt sinnfrei, dass ich dafür... halt ein paar Gegenstände bekommen, aber irgendwie, dass das Skillsystem noch nicht freigeschalten ist in dem Abschnitt des Spiels. Was storybedingt ist, natürlich, oh fuck, ich muss mich heilen. Fuck, Heilung, schnell, bevor die mich angreifen. So, jetzt kann es weitergehen. Ja, manchmal muss man ein bisschen aufpassen, ich weiß gar nicht, wo der... Schaden herkam. Ich glaube, ich habe ihn einfach ignoriert und auf dieses Geplänkel einfach X gespammt. Also die X-Taste meines Controllers. Puh. So. Darf ich hier jetzt... Oh, das gab nur 4 Sterne. So, Zielpunkt. Da ist jemand. Da lag jemand am Boden. セラ。行くぞ。軍の攻撃が始まる前に。なんだ。パルスの烙印だ。ルシなんだよ、その子は。そう言ったはずだ。パルスのルシは国運の敵だ。 ルシは処刑か。使命を果たせなかったら、あんな化け物だしよ。殺すのが情けか。お姉ちゃん。セラ。セラ。ヒーロー参上。
使命を果たしたルシは、クリスタルになって永遠を手に入れる。伝説の通りか。よく頑張ったな。頑張っただと。ふざけるな。セラは、セラは生きてる。伝説だ。ルシの伝説だよ。 使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。セラもそうなんだ。永遠ってことは死ぬわけねえだろ。セラは未来の嫁さんだ。ずっと一緒って約束した。俺何年でも待って未来の。何が未来だ。現実見ないで逃げてるだけだ。ねえセラ、ルシになったら 何もかも失うの。何？軍隊か。まもなく女性すでに到達する。地上班、こちらの状況は問題ない。抵抗はほぼ谷役だ。帝国通りに猛攻撃だ。 兄ちゃん、何する気だ？ファルシに会ってくる。セラを助けてもらうんだ。え？ファルシにお願いするってか？そんなに甘いわけあるか？向こうは人間を道具としか思っちゃいねえんだ。俺は未来を待つだけじゃない。
Nessa. Hm.